Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Just Cause 2, Part 16 von mir auf 94. Ja, seitdem... Oh, ist das Spiel lauter geworden? Jetzt geht's wieder. Seit dem letzten Part fahren wir hier so ein bisschen rum. Und das war jetzt nicht zum Driften. Das war, weil ich da dieses Auto haben will. Ist das überhaupt so ein Quad? Verdammt, das ist nur ein Traktor. Scheiß drauf, nehme ich. Ich dachte, das wäre ein Quad. Gott, ist das ein Drecksding. Stuntsprung. Autoübernahme. Dankeschön. Mann. Oh, wie habe ich das denn gemacht? Handbremse ist X, okay. Die hätte ich ja gerne auf der Leertaste. Ach, egal, weiter. Mit einem halbwegs schnellen Auto. Ja, wir sind gerade auf dem Weg zu einer neuen Mission. Wie man vielleicht schon sieht, hab sie mir ja schon markiert im letzten Part. Und ja. Na, ich habe mir gerade gefragt, ob ich... Ich habe mich gerade gefragt, ob ich hier so mal über die Absperrung fahren soll. Aber nee. Hey, den habe ich jetzt mal runtergehauen. Endlich. Komm, den auch noch. Wow, was geht denn? Oh, ich hätte hier nicht abbiegen dürfen. Sollen. Na, dann... Oh, doch. Ja, und Leertaste ist immer noch nicht driften. Ich frage mich ja echt, wann ich mich dran halten werde. Beziehungsweise, wann ich es mir merke. Wheelie! Komm, Wheelie! Mach ein Wheelie! Jetzt aber, komm! Wheelie, los! Wheelie! Oh, blöd, Mann. Oh, wir sind ja schon da. Dann denke ich, dass ein Ding... Was? Was war? Naja. Dann denke ich, dass ein Ding wäre ein Quad und dann ist es nur ein scheiß Traktor. Mein Freund, ich habe einen Job für Sie. Sie sollen für mich in einen Armeestützpunkt einbrechen und einige Daten von Ihren Computern herunterladen. Kein Problem. Das ist doch kein Problem, oder? Habe ich gerade gesagt. Und ja, das war Zufall. So, was gibt's denn hier Schönes? Toll. Habe ich schon. Egal, nachladen. So. Danke schön. Das Ding ist wenigstens ein bisschen schneller. Armeestützpunkt, in welche Richtung soll ich dann? Lieber Pfeil, leite mich. Hallo, in welche Richtung? Gut, dann nehmen wir den direkten Weg. Wenn es denn schon keinen lieben netten Pfeil gibt. Hör auf mit dieser blöden Kamera. Hallo, lieber Armeestützpunkt. Beeilen Sie sich, mein Freund. Sie drehen durch. Sie haben die Selbstzerstörung der Festplatte aktiviert. Holen Sie die Daten, bevor es zu spät ist. Wir haben hier eine Leitung. Wir müssen umgehend gefunden werden. Kein Problem. Was ist das? Oh Scheiße, der Heli startet. Den will ich aber haben. Danke, Scorpio. Ich habe die gesamten Informationen erhalten. Sie bedeuten für die Roaches eine goldene Zukunft. Gut, dann packen wir uns doch hier das Auto und hauen ab. Hier, die Absperrung hat uns ja schon vorhin nicht aufgehalten, ne? Wird sie das wohl auch jetzt nicht können? Scheiße, da kamen Raketen. Egal, einfach abhauen und da war ein Geschütz. Packen wir uns das Ding jetzt auch noch. So. Und zwar. Ach. Nein! Ah, das Drecksding hat gebrannt. Ich habe mich schon gefragt, warum das so kacke fährt. Egal, es hat gespeichert.
Ist ja kein Problem, wenn man hier stirbt, ne? Egal. Weiter geht's. Ich bin übrigens immer noch im Stützpunkt. Warte. Warte. Ach so, das ist der hier. Okay. Dann, wenn wir denn schon wieder hier sind und wir hier letztens nicht alles mitnehmen konnten, machen wir das doch mal schnell. Mit meinem lieben Freund, dem Heli. Wo auch immer er gerade ist. Wo waren das, wo wir letztens gekämpft haben? Bitte, das war hier hoch. Genau, dann da lang. Da hoch. Und dann da hinten war er. Und ist er noch da? Oder ist er wieder da? Verdammt. Jo, wie machen wir das jetzt? Ein Heli holen kann ich mir ja noch nicht. Gut, dann drücken wir F1. F1. F1 und rufen ins das alte. Nee, F1 war... Keine Ahnung, was war das für ein Dialekt? Akzent, was weiß ich. F1. Sagt mir gerade nichts. Gut. Wieder Motorrad fahren. Weil wir das ja so gut können. Gefahrene Kilometer 20. Ich bin dabei gerade nur mal auf ein Motorrad gestiegen. Nein. Okay, ich bin durchfahren. Ich bin durchgefahren. Die Dinger kriegen ja keinen Kratzer von mir, ne, wenn ich die fahre. Na, ich wollte nur umrennen. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Kein Problem. Hätte ich doch gern gemacht. Gib Geld, gib Geld. So. Ich weiß gerade... Ah, ich hätte es mir markieren sollen. Ich glaube, dann würde ich eine Anzeige bekommen. Boah, wer ist das Sandsprung? Stopp. Mitten in der Fahrt übernommen. Yay. Raus da. Selber Arschloch. Haha, du wirst von meinem nicht gesteuerten Motorrad überfahren. An der Seite halten ist verboten. Was, warum soll ich denn umdrehen? Bescheuert oder was? Ja, geht doch. Ist hier Linksverkehr oder wie ist das? Könnt ihr mal googeln, wie der Verkehr auf Panau ist? Außerdem, warum hieß die erste Mission Willkommen in Panau? Das ist so eine Insel, also auf. Oh. Hallo, Linksverkehr. Geht weg. Naja, also irgendwie sind das alles Geisterfahrer. Vor allem diese Motorradfahrer. Die haben irgendwie so einen Magneten vorne dran, dass die mein Auto anziehen. Da, schon wieder. Alles, was nur ein Licht hat, wird umgefahren. Das war ein Quad. Das nehme ich. Ich denke einfach mal, das geht ab. Hoffe ich doch. So kann man sich irren. Das Motorrad, her damit. Ja, Hauptsache er stellt sich nochmal hinten drauf. So, dann sind wir auch gleich da. Dann haben wir es geschafft. Wow. Und noch ein bisschen HP. Noch ein Rüstungsteil, dann haben wir wieder ein HP-Upgrade. Wovon man eigentlich nichts sieht. Und da liegt auch noch was. Geld. Wer sucht, der findet. Was gibt das? Sammeln Sie 100 Ressourcenobjekte. Okay, das ist eine Menge. Gib mal mein Motorrad wieder. So. Weiter geht's. Und wir sind da. Hahaha. Wo ist die Mission? Hier unten oder was? Der hat mir gerade echt irgendwie so 80 Mal hinterhergerufen, dass ich blöd bin. Das weiß ich doch.
Nein, nein, nein. Oh Gott. Ein Glück, dass er so... Ah, HP-Upgrade. So, jetzt achtet auf die HP. Ich muss mal gucken, wie viel das jetzt bringt. Achso, da ist ein Eingang. So. Da und... Oh Gott, ja, das hat viel gebracht. Das bringt ja mal fast gar nichts. So, aber ich wollte ja eigentlich hier auf diesen Steg da hinten... Boah, das nenne ich mal Aim. Überhaupt bin ich total von meinem Aim mit dem scheiß Endhaken begeistert. So, weiter geht's. Oh, sind das geile. Scorpio. Den will ich haben. Ich habe eine... Ah, meiner. Die Sie behandeln müssen. Ach, meine... Sehen Sie, eine Bande unabhängiger Schmuggler nutzt die Schmuggelrouten der Roaches für ihre eigenen Zwecke. Im Moment ist das alles noch kein Problem. Aber ich weiß, dass aus harmlosen Infektionen in kürzester Zeit tödliche Krankheiten werden. Seien Sie mein Antibiotikum. Töten Sie diese Bakterien. Okay. Er hat mir sein Boot dagelassen. Übrigens, ja, so hört es sich an, wenn ich meine Hände aneinander reibe. Die sind immer ein bisschen nass. Das Boot hier hat eine beträchtliche Feuerkraft. Wenn Sie möchten, leihe ich es Ihnen ein Weilchen. Das Ding hat echt... Da, die Schmuggler! Auf Sie! Oh, was? Du! Oh mein Gott, das Ding hat echt einen Raketenwerfer drauf. Soll sich nur mal hier ein bisschen... Komm, Raketenwerfer. Hau rein. Bam. Das dürfte zukünftigen Möchtegern-Schmuggler eine Warnung sein. Einmal bitte nach oben. Scorpio? Oh, ich dachte schon, ich hätte das Boot versenkt. Aber das ist ein Superboot. Dem kann niemand was. Ausgeschmuggelt, schon fertig. Das war die kürzeste Mission bisher. Dann werden wir mal auf die Karte gucken und sehen, es gibt keine weiteren Missionen. Schon wieder. Deswegen werden wir jetzt schon wieder in Richtung dieser Mission fahren und dann wohl schon wieder auf dem Weg irgendwas zerstören und dann schon wieder eine neue Festungsmission machen und dann schon wieder zurückfahren müssen, um schon wieder eine blaue Mission zu machen. Und dann schon wieder zu sagen. Schon wieder. Und dann schon wieder einen Sprung zu machen. Ich hab nachgedacht, Kumpel. Hoch bitte. Was in Panau vorgeht, wirkt irgendwie ausländisch. Und ich schwöre dir, ich rieche sowas. Ich hab das Gefühl, hier mischen ein paar internationale Spieler mit. Okay. Hast du jetzt was gegen Ausländer oder was? Na, bin ich Pro? Ich bin so Pro. Haben die mich gerade angeschossen? Achso, nein, das macht hier nur so ein bisschen Platsch-Platsch. Komm, einmal über die Insel. Wie breit ist die? Schaffe ich. Nein, schaffe ich doch nicht. Ha, Pro, Pro, Pro. Schaffe ich, schaffe ich, schaffe ich. Verdammt. Das war cool. Einfach mal direkt wieder auf den Beinen zu landen. So, sind ja nur noch 5 Kilometer oder so, ne? F1, wie weit kann ich mich bringen lassen? Gar nicht. Habe ich hier irgendwo ein Boot gehört? Oh ja, das habe ich. Hey du! Gib mir mal bitte dein Boot. Nein, komm her, komm her, komm her. Gib mir dein Boot, gib mir dein Boot. Nein, nicht wegfahren, nicht wegfahren, nicht wegfahren, nicht wegfahren. Ah, ich will ihn da runterschießen. Ha, es steht. Das alles nur für ein Boot, was gerade von selber wieder an Land fährt. Oh, da war ein Polizist. Aber ist ja kein Problem, ne? Na, ich will mich daran festhalten können. So ein Dreck. Egal, jetzt gibt's eh einen Cut. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann, ciao.